Gut. Ja, wie ich die Dinge aufgekommen, weiß er jetzt? Da wäre ich übrigens nie drauf gekommen. Okay. Oh, ich wollte den Hasen nicht rösten. Hey! Unglaublich. Okay, das ist alles okay. Davon bekomme ich aber auch nichts. Was ist hier hinten? Oh, gibt's die oft? Gibt's die in jeder Welt? Dann habe ich den in der einen Welt nicht gefunden. Aber nee, die hatte ich auch 100%. Das kann nicht sein. Vorbeigelaufen eben hier? Oder waren das die kaputten? Nee, ich wollte gerade sagen, da waren doch drum. So. Zack. Ist hier noch irgendwas, was ich jetzt spontan finden könnte? Ja, armer Hase, du warst ja leider gerade in der Laufbahn. Ich glaube nicht. Gut, dann befreie ich mal den einen Drachen auf jeden Fall erstmal. Oder ich renne erstmal davor. Kaunen! Oh. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Ja, kein Ding. Irgendwas muss ich ja tun. Oh, da war ein Abgrund, den habe ich ja nicht gesehen. Aua. Ich wusste nicht, dass ich jetzt Chicken Wings produziere, aber ganz offensichtlich auch das. Warte mal, der hat mich jetzt gehauen. Dann muss ich da bestimmt wieder einen Hasen besorgen, oder nicht? Warte mal, kann ich springen? Hasen. Hasen waren hier vorne. Ja, gut. Ich schätze nämlich mal, wenn die Libelle gelb ist, dann habe ich alle Leben und wenn sie und so weiter und so fort. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es gleich beim ersten Mal schaffe, muss ich gestehen. So. Okay. Dann gehe ich jetzt hier runter. Gut. Irgendwie macht es Spaß, Gegner wegzurammen, als wenn man eine Bowlingkugel wäre, eher. Ja. Ich wollte Chicken Wings aus euch machen, ja. Ihr blöden Geier. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich glaube, ich bin gleich hier oben, ne? Ist ein extra Leben. Nein? Okay, gut. War ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. So. Ivor. Jo, er hat einfach eine Bombe. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Drache mit der Bombe. Wisst ihr. Ich hab's vergessen. Ja, gut. Aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn ein Drache mit einer Bombe zu dir sagt, er hat's vergessen. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also.
Okay, so klappt es, glaube ich, nicht. Das ist definitiv zu niedrig. Was passiert, wenn ich dich da flambiere? Nix. Gut, okay. Dann komme ich da wohl nicht dran. Also ich weiß ja nicht, wie die Gegner das sehen, aber ich finde Chicken Wings ganz nice. Komme ich da bestimmt von da dran, aber wie komme ich da hin? Ach, von hier. Ja, nicht so. Oh mein Gott. Man sollte vielleicht nicht unbedingt direkt auf das Ding am Abgrund zielen, sondern ein bisschen daneben, aber so klappt es. Das freut mich zu lesen. Das war zu niedrig. Alle guten Dinge sind drei. Ich meine, was haben Lotte und ich schon festgestellt? Man muss euch ja auch zeigen, wie es nicht geht, ne? Also es wäre... Ja, also rüberspringen geht auch nicht. Wenn ich euch immer nur zeigen würde, wie alles immer erst rein funktioniert, wäre ja auch irgendwie langweilig, ne? Oh, zack. Als ob das jetzt auch zu niedrig war. Ich weiß halt nicht, was passiert, wie ich... Also ich weiß noch nicht, wie ich es verhindern kann, dass ich zu weit fliege, muss ich gestehen, weil ich weiß noch nicht, wie ich den abbrechen kann. Aber das geht bestimmt auch irgendwie. Weil ich glaube, ich habe da nicht aufgepasst und nicht zugehört, als das erklärt wurde. Wie komme ich denn da hin? Sicherlich nicht von da. Nee, niemals. Aua, ey, das habe ich nicht gesehen, das war unfair. Ach, das ist so eine Kiste, die muss ich. Ah, okay, jetzt habe ich aber die Kiste verstanden. Oh nee, jetzt ist das alles wieder. Okay, es ist abgespeichert worden. Gut, okay. Da ist eine Bombe in der Kiste und ich muss aufpassen, wegen der Bombe in der Kiste, dass ich das mit dem Feuer aktiviere und nicht mit meiner Ram-Attacke. Aber hey, ich hab's verstanden. Aua, mein Name ist Murphy. Oh mein Gott, ey, dieser Vogel, ich hab das schon wieder vergessen, ey. Tut mir ja leid, aber ich muss hier durch. Ich bin der einzige Owner von. Warte mal, ist das der. Das ist mein Discord-Server. Das ist der nicht zu meinem. Nee, das ist. Da bin ich der einzige Owner. Das ist ja auch meiner. Nee, da gehe ich dann erst weiter, wenn ich den Drachen befreit habe. Ich befreie erst den Drachen. Die trockene Felsschlucht belohnt gute Gleiter. Ja, so mehr oder weniger. Ich wurde zum Gleiten geboren. Also ich will ja jetzt nicht sagen, aber ist das so geheim?
glaube, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hier war ich das. Ja, okay. Bist du das nicht sogar offiziell? So. Da oben ist noch ein Drache. Wie komme ich denn nach da oben? Ich möchte nicht nach Hause. Nee, danke. Ja, okay, warte mal. Oh, das Hoppeln der Hasen macht mich wahnsinnig, ne? Blablabla, belohnt gute Gleiter. So. Das war die falsche Richtung gezielt, du Trottel. Aber hier ist der Drache nicht. Da bin ich eben lang gegangen. Nee, da bin ich eben lang gegangen. Da ist das Nachhause-Ding. Da will ich aber nicht hin. Habe ich irgendwas verpasst? Hast du ganz offensichtlich, aber was? Okay, von danach da könnte ich schaffen, Tatsache. Wie komme ich jetzt denn wieder hoch? Ich muss jetzt nicht nochmal außen rumlaufen, oder? Okay, ich laufe nochmal außen rum. Pass aber auf, hier ist ein Graben, in den ich nicht reinfallen möchte. So. Aua. Ich habe einfach Mitleid mit ihm. So, wenn ich ständig vor irgendwelche Wände springen müsste, würde mir das, glaube ich, auch wehtun. So. Nein, ich bin kein guter Gleiter. Das war zu niedrig. War viel zu niedrig. Von wo komme ich denn da hoch? Das muss ja dann eine deutlich höhere Position sein. Aua. Schön vorsichtig. Auf die Wände hier nicht hoch. Das ist ja auch Quatsch. Sind die Hasen schon wieder respawned? Ja, Tatsache. Da komme ich auch nicht mehr zurück. Aber da will ich auch noch mal hin. Komme ich denn jetzt da noch mal hin? Das war, glaube ich, hier lang. Ja, ich weiß, ich laufe gerade im Kreis, aber... Da muss ich ja auch irgendwie hinkommen können. Und auch wieder weg. So, das ist ja nicht umsonst da. Also, hoffe ich. Okay, ich glaube, das ist eine blöde Idee, aber... Oh nein, jetzt ist wieder so ein Ding, was ich nicht aufbekomme, weil ich...
Gut, okay, ich muss mir noch eine Option noch überlegen, wie ich Dinge aufbekomme, aber irgendwann kann ich Stampfattacke machen oder so? Nein. Okay. Gut. Das Rätsel habe ich gelöst. So halb zumindest. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich da die Truhen aufmache irgendwie. Aber das schaffe ich schon noch. So. Ich möchte diesen Drachen da jetzt aber nicht so blöd versteinert lassen. Ich muss da doch irgendwie hinkommen. Aber ich möchte jetzt auch nicht jedes Mal... da runterspringen und es nicht schaffen. Wie kann ich denn höher kommen? Also ich muss ja einen ganzen Spyro höher. Also ich nehme jetzt mal so eine Einheit, die es nicht gibt. Also ich nehme jetzt mal Spyro als Einheit. Ich muss einen ganzen Spyro höher werden, ne? Irgendwie. Um dahin zu kommen. Wie werde ich einen Spyro höher? Ist hier irgendwas? Ne, da war was. Ja, genau. Da bin ich aber wieder zurückgesprungen. Nee. So nicht. Gut, okay, ich habe jetzt aber auch irgendwie... Was ist denn höher als dieses Ding? Okay, die Brücke ist höher, aber damit bin ich niemals weit genug. Also niemals, nie. Das wäre höher, aber da kann ich nie drauf stehen. Kann ich da... Nee, ich kann da wahrscheinlich auch nichts hinschieben oder so. BB Max. Einmal probier es noch und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Nein, es klappt nicht. Ich bin ein Spyro zu niedrig, wie sonst auch. Ich muss irgendwie höher fliegen können. So nach oben wäre schön. Aber das kann ich ja nur mit dem Heißluftballon, weil ich bin ja nur ein Drache. Kann ja nur mit dem Heißluftballon fliegen. Von hier schaffe ich es auch nicht. Nee, von da kann ich es auch nicht schaffen. Nee, und das ist auch alles zu niedrig. Ich probiere jetzt nochmal einen Weg, auf dem ich es normalerweise auf jeden Fall nicht schaffen soll. Aber es ist egal. Kann ich irgendwie... Ist hier irgendwas, wo ich mich draufstellen kann oder so? Nee, da nicht. Hier nicht, ne? Ich kann auch keinen Felsen benutzen, um mich irgendwo hoch zu jumpen. Ne, da falle ich auch runter. Gut. Perfekt das Wasser getroffen. Gut, okay, aber dann kann ich da wohl nichts mehr machen. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Also, dann muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Keine Ahnung. Ich muss gleich erstmal ein paar Schafe braten, glaube ich. Oder was es auch immer in diesem Spiel heißt, was ich Sachen brate, damit ich Schmetterlinge bekomme. Und Leben. Ich habe nur noch 7. Die sind alle wieder da. Nein, die sind nicht alle wieder da, oder? Boah, als wenn die immer alle wieder da sind. Wie nervig ist das denn? Okay, dann ignoriere ich die, glaube ich. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach Klippenstadt. Mal gucken, wie diese schöne Stadt, wie diese schöne Städtchen aussieht.